So, hallo liebe Freunde der Sonne. Es ist der 11.01.2020. Was für ein geiles Datum. Und ich bin zurück im neuen Jahr mit der ersten Vollmond. Nicht Meditation, sondern Update, mit dem ersten Update. Im Grunde genommen ist es ja eine Meditation, aber nicht im klassischen Sinne, sondern es geht darum, dass du dir einfach ein bisschen Gedanken machst und in dich gehst und in dich spürst, was so abgeht jetzt in diesem Jahr 2020. Und die nächsten 10 Jahre werden unglaublich verändert sein. Es wird extrem viel passieren, es wird unglaubliche Energieverschiebungen geben. Es gibt eine Bewusstseinsrevolution. Und es geht darum, eben in die Verantwortung zu kommen. In die Verantwortung zu kommen für deine Handlungen und für deine Worte. Es geht also ans Eingemachte. Der Vollmond im Krebs hat auf der anderen Seite eben die Sonne im Steinbock. Und der Steinbock ist die Sicherheit, die alten traditionellen Strukturen, unser Körper, unsere tiefen Wunden, unsere alten Denkmuster, Monster hätte ich fast gesagt, genau, Denkmonster können es auch sein. Und es geht wirklich darum, jetzt in diesem Vollmond, das ist der erste in diesem Jahr, in dein Bauchgefühl zu kommen, in deine Intelligenz, dein Gehirn im Bauch zu vertrauen, in dein Herz zu vertrauen. Und es geht darum, diese alten Programme, die du dir jahrelang angeeignet hast und dir von außen aufgezwungen wurden und dir von außen beigebracht wurden, loszulösen und dich zu umprogrammieren. Wie macht man das? Ja, das ist die Frage, ne? Auf jeden Fall ganz wichtig, guck deine Vergangenheit an, heile deine Kindheitswunden, heile deine Familienwunden, heile deine schulischen Wunden, heile deine Beziehungswunden. Einfach alles, was du in den ersten 30 Jahren von deinem Leben erlebt hast, heile es. Und zwar heile es mit dem inneren Kind. Es gibt auf dem Internet tausende von Meditationen über das innere Kind in allen Sprachen. Es gibt ganz viel Literatur überall zu kaufen, in jedem Buchladen, über die Heilung mit dem inneren Kind. Und du kannst die Arbeit alleine machen. Du brauchst keinen Psychologen. Es geht darum, dass du wirklich das Buch holst und dich hinsetzt und dir anschaust, wie du dich heilen kannst mit deinem unglaublich tollen Bauchgefühl, mit deinem Herzen, diese alten karmischen Verstrickungen lösen, cutten, loslassen. Denn du baust jetzt dein Fundament für die nächsten 34 Jahre. Es wird abgehen, das sage ich dir, es wird sowas von abgehen und du kannst dich echt freuen. Es wird heftig. Und es geht darum, dass du eben in deine Kraft kommst und bei dir bleibst. Dass du dich nicht vom Chaos der Welt verängstigen lässt, sondern darauf vertraust, dass du einen absolut perfekt zugeschnittenen Lebensplan für dich hast, den du befolgen wirst, wenn du bei dir bleibst, in dir bleibst und eben nicht das machst, was das Außen von dir verlangt und was dir aufgeprägt wurde. Diese alten Programme von man sollte so und so sein, man sollte das und das machen, die Bestätigung von außen, die wir so sehr brauchen, weil wir es gelernt haben in der Schule, immer bestätigt zu werden von außen und nicht von innen. Genau das gilt es jetzt loszulassen und dir selbst deine Bestätigung zu geben für dein Leben.
für dein wunderbares, individuelles, absolut unkonventionelles Leben, das du führen möchtest als Seele hier auf diesem geilen Planeten. Also es geht um die Klarheit. Es geht darum, dass du klar wirst, dass du deine alten Sachen aufräumst, entsorgst und nicht immer wieder zurückgehst in diese Vergangenheit, sondern aufräumen, loslassen, heilen, im Jetzt sein und nach vorne schauen. Nach vorne schauen, auf die Zukunft fokussiert, auf das Jetzt fokussiert. Was willst du der Welt schenken mit deinen Gifts, die du hast, mit deinen Talenten? Was ist deine Aufgabe, hier in der Welt den anderen Menschen zu dienen? Es geht nicht ums Ego. Das Ego wird immer wie mehr an Kraft und Macht verlieren. Sondern es geht darum, dass wir zusammen eine Community erschaffen, wo wir alle ein geiles Leben zusammen haben können. Wo es Gerechtigkeit gibt, wo es genug für alle gibt, wo es darum geht, dass alle eine Würde haben, würdevoll durchs Leben gehen können, in Liebe durchs Leben gehen können, dass es uns einfach allen besser geht, als es uns jetzt geht, denn die Welt ist krank. Die Welt ist total krank. Wenn du dir Welt vorstellst wie ein Organismus, wie ein Immunsystem, dann haben wir sehr wahrscheinlich eine Autoimmunerkrankung. Wir zerstören uns selbst. Wir zerstören ganz vieles. Und es geht eben jetzt darum, dass wir uns auf die positive Energie, die positiven Zellen in unserem Körper, in unserem Immunsystem der Welt aktivieren, fokussieren. Weg von der Angst, in die Meditation, in die Liebe, in die Vernetzung, in das Teilen, in das Dienen, zusammen. Nicht ich mein Ding durchziehen, nur für mich schauen, sondern hey, wir sind hier alle in einem Boot zusammen und wir rocken diesen Planeten. So wie es vorgesehen ist. Also fokussiere dich auf die Good News und erzähl den Leuten die Good News, die abgehen in dieser Welt, weil wir sind total verseucht von negativen Medien. Und das ist eben die dunkle Seite dieses Planeten, die versucht, unsere Energie auf diese dunkle Seite zu ziehen. Und jetzt geht es ganz stark darum, dass du bei dir bleibst und ins Licht gehst und deinen Fokus auf den Moment hier, auf das Positive in deinem Moment hier, in deinem Leben hier hast und dann nach vorne schaust und schaust, was es schon alles für abgefahrene, tolle Projekte gibt, die die Welt besser machen. Also es geht um die Gedankenkontrolle, ne? Gedankenkontrolle. Wir bewegen uns in eine neue Welt, eine Wissens- und Kreativgesellschaft, eine Gemeinschaftswirtschaft. Wir kreieren eine neue Spezies von Mensch, eine Art Neo-Humanismus geht jetzt gerade ab. Und es 2020 ist jetzt dieses Explosionsjahr, wo wir einfach wirklich alles sprengen können, was nur zu sprengen ist. Und es transformieren in das Wunder des Lebens, das wir sind. Also konzentrier dich mit diesem Steinbock und diesem Krebs auf dich, auf deine Verbindung zwischen Bauch und Hirn. Geh in dein Herz. Konzentrier dich aufs Wesentliche. Mit Achtsamkeit.
Vergiss nicht zu atmen und zu vertrauen. Atmen ist so ein einfaches Tool, um in den Moment zu kommen. Wir haben es alle. Wir haben die geilste Technologie in uns drin, brauchen sie aber nicht. Oder zu wenig. Also atme. Atme. Und vertraue. Weniger ist mehr. Es geht darum, echtes umzusetzen. Und dein Mantra fürs 2020 ist Geduld, Geduld, Geduld und Ordnung, Ordnung, Ordnung schaffen. Werde dir klar darüber, was du alles nicht mehr wirklich willst, was ausgedient hat. Und mach dein Leben einfach einfacher. Fokussiere dich auf deine Mission. Und die Mission kann so einfach sein manchmal. Es gibt Menschen, die sind echt nur hier auf dem Planeten, um zu chillen und Raum zu halten. Raum zu halten, damit andere sich verzaubern können in diesem Raum und inspiriert werden. Und es gibt aber auch Menschen, die eine Mission haben, die so viel Power haben, die eine Energie von einem Priester, einem König haben, die andere Menschen mitziehen und so kraftvoll transformieren. Also finde raus, was ist deine Mission? Wenn du es nicht weißt, kann ich dir ein bisschen helfen mit meinen astrologischen Deutungen. Einfach auf meine Homepage gehen, www.astroenergy.org und dann 20 Minuten Reading buchen für nur 40 Schweizer Franken. Und dann erzähle ich dir deine Mission. Und die kann es wirklich ganz einfach sein. Es kann vielleicht sein, dass du nur da bist, um deine Familienthemen zu heilen. Und mit diesem Beispiel dann anderen Menschen hilfst, ihre Familienthemen zu heilen. Es kann da deine Mission sein, jemand zu sein, der ein Schamane ist und andere Menschen die Hosen runterlässt, auf eine schmerzhafte Art und Weise. Aber genau das brauchen die, um zu transformieren. Es kann also auch sein, dass du diese Energie hast. Es kann aber auch sein, dass du in diesem Leben dir ausgewählt hast, dass du total unkonventionell bist und immer aus der Reihe tanzt und eine Minderheit von Menschen angehörst und da wirkst und da als Beispiel vorangehst. Es braucht also diese 1000 Millionen von Missionen, damit diese Erde überhaupt Spaß macht und das Spiel weitergeht. Also konzentriere dich auf deine Mission, verzettle dich nicht zu fest in 1000 anderen Verlockungen, die diese Welt zu bieten hat, weil es ist echt geil, es gibt so viel zu machen hier. Also finde aber dein Ding, wo dein Herz höher schlägt, wo du Spaß hast, wo du merkst, da bist du voll in deinem Kanal, in deinem Flow und das ist das Einzige, was du tun musst, um die Menschen um dich herum zu erhellen. Und da, wo du bist, genau an diesem Ort, braucht es dich, genau dich, mit deiner speziellen Mission, mit deiner Medizin, die du anderen Menschen geben kannst. Also, Leute da draußen, Freunde der Sonne, es gibt einiges zu tun. Es wird echt abgehen und es geht wirklich darum, dass ihr eure Arbeit macht, bei euch bleibt und immer wieder auswerten, schauen, was brauche ich noch, kontrollieren, klar machen, einfacher machen, dein Leben strukturieren, auf deine innere Stimme hören, auf dein Bauchgefühl hören, das Bauchgefühl mit dem Kopf zusammenbringen, mit dem Herz verbinden und los geht's. So ist es. Es wird echt energetisch. Dieses 2020 ist auch eine geile Zahl.
die goldenen 20er, dass wir das noch miterleben können, ist echt toll, ist ein Privileg, macht Spaß. Also denk nochmal dran. Clear your mind. Kläre. Clean your mind. Ja? Vergangenheit anschauen, aufarbeiten, Scheiße hochheulen, heilen, auf den jetzigen Moment fokussieren und dann nach vorne schauen. Welches Target, welches Ziel hast du? Wohin willst du? Was ist deine Vision? Und wie kannst du mit dieser Vision den Menschen so etwas von geil dienen, dass es einfach noch viel mehr Spaß macht auf diesem Planeten? Ich wünsche dir einen wunderbaren Januar, viel Liebe, viel Freude, viel Bewusstsein, viel Selbstwertschätzung, viel Kraft. Viel Fokus auf den jetzigen Moment. Aho.